Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge in Thüringen. Wir werden jetzt zum Silo fahren und diesen Silage holen für die BGH. Aktuell wird noch auf Feld Nummer 40 gebildet. Ein Fahrzeug und zwei Fahrzeuge auf Feld Nummer 13. Beides Missionsaufgaben. Die machen wir mal fertig und dann schauen wir weiter, ob wir nächste Mission einfallen. Ne? Denn mehr Fahrzeuge haben wir auch gar nicht da zum Düngen. Wir haben nur drei. Ich habe schon mal Dünger gekauft, Ladewagen-mäßig, dass wir da im Fall des Falles nachfüllen können. Aktuell sind sie alle noch gut gefüllt. Und der eine hat 63%, der andere hat 35% und der andere hat 39%. Also da kommt noch eine Weile hin. Dünger, der reicht ja eine Weile. Ne? Da haben wir so einen Blick. Den Manageable heißt hier mit Inspector Mod und behalten einen Überblick. Zahl arbeiten, bei Düngen gibt es eigentlich keine Gefahr. Gefahr ist eigentlich nur beim Spritzen mit Spritzgeräten, ne? Das ist immer gefährlich. Das kann nicht funktionieren. Hier ein bisschen Silage in die BGH kippen. Ein bisschen Geld verdient zum einen, zum anderen muss das noch mal verarbeitet werden. Wir haben jetzt schon das zweite Jahr die Silage hier zu liegen. Mit dem Förderband ist das nichts, das dauert zu lange. Ich meine, mit dem Gerät hier ist es auch nicht so schnell, aber schneller wie mit dem Förderband. Und was noch alle ist, tendiere ich eher dazu, diese Silos zu bauen mit Ferrometer, das hier automatisch Prinzip. Wo im Prinzip unterfahren muss und abladen und dann ist es leichter. Ne? Da kann man theoretisch die BGA mit der Audreif beliefern. Ne? Mal sehen, ob wir das Ding auch hier kriegen im Laufe der Woche oder nächsten Woche. Wenn die Ernte dann vorne losgeht, dann wird es auch schwierig. Ne? Ja, dann müssen wir den globalen Markt aktivieren oder beziehungsweise auf einen privaten Server zu machen, ne? Also einen privaten, wo nur ich zugreifen kann. Und dann kann ich mir das entsprechend, die Rohstoffe, da zwischenlagern. Also Mischfutter für die Kühe, muss man ja ein bisschen Vorrat haben. Denn bevor das wieder in Gang kommt, das dauert ja eine Weile. Ne? Wenn wir die Karte neu starten, dann werden wir hier entsprechend erstmal hier und da Gras aufsehen, um schnell Silageball machen zu können. Aber auch selbst das dauert eine gewisse Zeit, bis es gewachsen ist und ja, und entsprechend in den Ballen oder beziehungsweise in den Parameter zur Silage geworden ist. Genau das gleiche mit Heu. Das dauert auch eine Zeit lang. Ob ich die Hof 3 wieder so übernehme, weiß ich noch nicht genau. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich denke mal ja, weil das ist ja hier so angefangen. Aber ob ich das genauso gleich mache wie jetzt hier mit der Hallen, das weiß ich noch nicht. Ich tendiere eher dazu, dass ich einen Stall behalte, Kuhstall. Und dass ich nur die männlichen Tiere rausnehme. Aber ist noch nicht so weit, ne? Alle Kühe hier oben reinbringen. Auf der linken Seite, da gehen ja einige rein. Und dann versuchen die Tiere mit rüber zu nehmen. Ob mit den Maschinen das auch gelingt, ich muss mal angucken, wie es speichert, wie es da aussieht, wie das da aufgebaut ist. Ob ich dann nur einfach kopieren kann und rüberspielen, dann muss ich mir probieren. Muss ich mir eine Sicherung machen vorher. Und dann mal testen, ne?
Oh, die erste Runde hat schon geschafft. Wahnsinn. 13 ist ziemlich groß, also als Feld. Die erste Runde ist dabei. Gut, fast fertig, okay. Ja, gut. Dauert halt eine Zeit, ne? Ja, der heutige Tag ist ein bisschen so Larifari, ne? Ernte noch nicht los, geht noch nicht los. Und wir können so viel auch nicht tun. Aber wir können dann die Zeit sinnvoll nutzen, ne? BGH schön leer kriegen hier, die Silo hier. So weit wie möglich. Wir können auch auf BGH verarbeitet ja nicht so viel. Müssen wir jetzt eine Fuhr ins Lager fahren, dann können wir ja leichter wieder voll machen, ne? Aus dem Lager geht man leichter raus, ne? Dann fährst du unter, drückst du R, auf die Lage vor eingeben und dann zack, ist das Ding dann voll, ne? Werden wir auch machen. Weil die Lage wird schon, BGH wird schon ziemlich voll sein. Und auf 1 ist die Verarbeitung nicht so schnell wie auf 5. Aber ich will ja die Mission noch fertig machen, das ist ja ganz wichtig. Und mein Aufnahmesession von jetzt noch 5 Folgen. Ne, 5? Ne, 3. Mit der Folge sind es 4. Ne, 3. Zählen das immer meine Stärke heute, glaube ich. Aber wichtig, dass das Vorgewende fertig ist. Dann ist es, kann auch der Helfer arbeiten. Ne? Bei Missionsfeldern ist es eh nicht ganz so dramatisch. Hauptsache, er hat die 100%, ne? So. Kriegen wir so langsam aber sicher voll. Langsam. Ich kann meine Hände nicht sehen. Ja, was könnte man hier noch verbessern im Spiel, ne? Also, ich finde die Mods persönlich Cosplay als intelligenten Helfer, sagen wir so, ne? Der viele Arbeiten durchführen kann. Ein Muss, kann man sagen. Autodrive wäre nicht ganz so wichtig, würde ich meinen. Aber auch interessant. Wenn es dazugehören würde. Seasons, meines Erachtens ganz wichtig. Jahreszeit ist sowas von in der Landwirtschaft sowas von wichtig und auch relevant. Das kommt dem Realitätssinn sehr nahe. Ja, und das dann zum Thema Tiere, wenn Seasons dazugehört, das halt Kühe auch dann Wachstumsstufen kriegen würden. So stelle ich mir das vor, dass dann die Kühe langsam größer werden. Ob sie nun Euter haben oder nicht haben oder Geschlecht von Bullen zu sehen, das ist dann immer nebensächlich. Hauptsache die Größe würde sich dann nach und nach angleichen. Ja, Größe der Karte. Das wäre auch so ein Ding, dass von vornherein wenn sie eine zweifach hinkriegen würden, also dass es ein bisschen größer wird. Produktion müssen nicht unbedingt sein, voraussetzungsmäßig, aber so Dinge, die in der Landschaft zur Verfügung stehen, für Silageherstellung oder Konservieren, so eine Gebäude, würde ich meinen. Ne? Also hier Mehlfabrik und so oder Mühle weniger. Das muss nicht sein. Das lasst den Modder überlassen. Da kann jeder ein bisschen ergänzen, wie er möchte. Maschinenfuhrpark ist eigentlich ganz gut. Das ist schon mal super, kann man sagen. Natürlich gibt es immer eine Steigerung, aber im Großen und Ganzen haben wir doch schon alles, ne?
Ja, und alles wird man auch nicht, können, ne? Ja, können. Ich weiß ja nicht, was mit Konsole jetzt steigerungsmäßig möglich ist. Ob man da nun sagen könnte, das ist jetzt gut, besser, weiß ich nicht. Aber die müssen ja die Daten ja schon haben, ne? Aber wie gesagt, das muss sich dann schon mal lohnen, ne? Also Steigerung muss zu sehen sein, also sonst brauchst du keine weitere Version kaufen, da kannst du die alte sonst behalten, ne? Was auch sein sollte, gut sein sollte, ist die Performance, ne? Das ist also von der Grafikkarte her ist ausgereizt, aber trotzdem ist da noch Puffer und trotzdem ist es teilweise ja, ungünstig, ne? Schlecht. Was man da nun machen kann, programmtechnisch, keine Ahnung. Von der Berechnung her, dass die Bilder flüssiger werden, ne? So, den hauen wir wieder rein in die BGH. Passt ja noch was rein, ne? So. Ja, gibt so vieles, was man noch machen könnte, ne? Aber Tiersorten, das ist eigentlich schon von Landwirtschaft. Ja, Schweine, Schafe, Rinder, das ist schon ein die Hauptbestandteile, die man so gibt, ne? Hühner vielleicht noch, naja, Hühner gibt es ja auch schon, stimmt. Also Enten kann man sicherlich sagen, und Hühner und Enten in der Runde, naja, die haben beide Federn, ne? Also Rassen könnte man mit den Tieren, Geflügel ein bisschen erweitern, sicherlich. Das wäre möglich. Schauen wir mal, ob wir alles reinkriegen, ne? Wird ja schon voll sein fast. Ja, sieht gut aus. Dann fahren wir den Rest in den Silo rein. Wichtig ist die BGH und ein bisschen Geld verdient, das ist ganz wichtig. Dass wir ein bisschen Knete verdienen, ne? Aber die 29 kostet ja ein bisschen Geld. Auch wenn nur mit Missionen ein bisschen was reinkommt. Milch verkaufen können wir auch noch. Aber wir haben so viele Aufgaben, also. Ich wollte gerne das Silo noch leer kriegen, so weit wie möglich. Das ist nämlich ein Haufen Arbeit reingesteckt. Und das wäre besser, wenn wir das, wäre schön, wenn wir das noch verwerten könnten, ne? Finanziell. Ja, so ein Helfer, den man einstellen könnte, wäre nicht schlecht, ne? Ja, wenn man eine gewisse Größe hat und dann nachher den erschaffen könnte und sagt, okay, jetzt hast du einen Zweig, was ich 1000 Rinder, der stellst du halt ein paar Cowboys ein, ne? die Kühe betreuen, ne? Mit Melken und mit Füttern, ne? Und die da auch dann sichtbar wären, ne? Theoretisch, ne? Wenn ein Traktor durch die Gegend fahren würde, Futter holen und dann so an der Melkmaschine arbeiten, ne? Dass man so ein bisschen was sehen kann, ne? Naja, gut. So im Groben jedenfalls, ne? Gerade ja mal ein Spiel gehabt, da war das so. Du bist in der Garage gewesen. Und dann hast du die Aufgaben verteilt und dann ist derjenige Richtung Feld gefahren, ne? Weil du hast gesagt, jetzt hier eingestellt, pflügen.
Die Fahrzeuge waren vorhanden gewesen, hast eingeteilt, also zugesetzt, also, ja. Also hast du im Prinzip jemanden eingestellt für Lohn, der den Führerschein hatte, ne? Ja, und dann hast du ihm den Flug zugestellt und das Gewicht und den Traktor. Und dann ist er alleine hinten im Feld gefahren und hat da geflügt, ne, und kam wieder zurück. Ja, da geht schon ein bisschen weiter in Richtung Manager, glaube ich. Ja, wieso die großen Höfe kannst du ja allein gleich betreiben, das ist ja normalerweise gar nicht möglich, ne? Denn wenn ich jetzt 250 Kühe melken müsste, auch wenn es mit Roboter wäre, dann wäre ich alleine jeden Tag beschäftigt, ne? Klar könnte man sagen, okay, futtermäßig kannst du automatisieren, ne? Was du nur anschaltest und derjenige allein füttert. Aber du musst auch das Futter da auch reintun, ne? Oder reinmachen lassen. Über 250 Kühe. Ja. Halte ich persönlich für unmöglich, das zu melken. Also mit herkömmlichen Methoden. Ne? Wenn die Kuh das alleine macht, sich melken lässt, ist optimal. Ne? Aber wie gesagt, das ist ja. Wehe dem, das klappt mal nicht so. Ne? Und ab und zu kriegen Kühe auch Kälber. Da muss ja auch ein bisschen dabei sein. Ne? Beaufsichtigen sie immer so. Ne? Und eingreifen, wenn es nicht so läuft, wie es laufen soll. Denn du willst ja auch keine Totgeburten haben, ne? Und die Kuh soll ja auch nicht sterben. Also es ist alleine nicht realistisch, kann man sagen. Und du kannst ja auch nicht 4 Stunden dabei sein. Denn ein Tier braucht im Grunde eine Rundumbetreuung, ne? So, Lager schön voll kriegen und dann irgendwann mal bei Gelegenheit mit Autodrive reinfahren für Silos, ne, für Silage. Können wir ja machen während der Erntezeit. Ne? Du kannst ja alleine fahren mit einem kleinen Anhänger, einem Traktor oder zum Düsen. Ne? Irgendwo war noch Gülle gewesen, das muss man auch machen. Kann er auch machen in der Zeit. Wenn wir mit der Ernte beschäftigt sind. Wenn das klappt mit Autodrive und Ernte, dann können wir da auch beruhigt andere Arbeiten machen. Ne? Hat ja mal im Großen und Ganzen gut geklappt. Ja, mach schon die zweite Runde, das ist gut. Und die Folge ist zu Ende. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, dann sag mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter in Thüringen. Mit was? Lasst euch überraschen. Tschüss.